Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays The Witcher 3 Wild Hunt. Und das mit einer solchen ruhigen Melodie. Und wir waren im letzten Part stehen geblieben mit Nebenmissionen, Quests, also mit Ceres und desgleichen, und haben sie zur Königin gemacht. Und ja, mal gucken, was denn jetzt, ja, Jen von Man uns kann euch bis will. zum anderen Ende der Insel hören. Also, ich habe nichts Gut. gehört. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Vengadag eine gewöhnliche Diebin ist. Warum die Pass denn? auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos! Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Übertreib jetzt nicht. Das ist nur. Nein, Geralt. Das ist kein nur. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert. Doch, die Mythen berichten davon. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Sie ist nicht mehr hinter dran, also hinter euch. Nur so nebenbei. Wir haben Krach der Erlaubnis, versetzt sich in Jens Lage. Sollen wir mit Krachs erlauben? Diebstahl oder nicht? Krach hat uns freie Hand gelassen. Erstens, dies sind zwar seine Inseln, aber wir Druiden passen auf, dass hier keine fremde Magie Einzug hält. Zweitens, nach dem Kataklysmus hat Krach uns um Hilfe gebeten und uns diese Gegend anvertraut. Drittens, was? Was war das? Nein, hat ohne uns angefangen. Jennifer hat die Maske benutzt. Jo, was das wohl für uns heißt? Wir müssen die Maske neutralisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Und wie soll das genau gehen? Ich renne da mal einfach hin. Wer bist du denn? Mit dir rede ich. Aha, mit mir redest du nicht, du Drecksack. Judenbock, du. Echt mal. Hi. Ey, komm ich da mal durch? Was? Nebling oder was? Viel zu easy, Jungs und Mädels. Was war das? Einhörner. Ja, nicht klar. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Aha. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie.
Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Nun, gehen wir. Hier entlang. Da ist die erste Stelle. Nebling irgendwas, habe ich aufgelesen. Das ist leider war zu klein, um zu lesen. Vor allem in so kurzer Abstand. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Na dann. Ich folge dir. Folge Yennefer heißt es. Dann werde ich doch das diesmal tun. Ich sollte eigentlich meine Waffe noch heilen, aber nee. Warte mal. Pass auf! Aha. Das war doch ein Schutzschild oder so. Was war das? Irgendeine magische Explosion. Eine magische Explosion, so stark, dass das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Okay. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin. Das bin ich auch. Und warum man dich vorhin nicht gehört hat, keine Ahnung. Hier? Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Muss ich immer meinen Blick auf sie und gerichtet haben? Benutze die Maske. Mach ich. Ciri ist... Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Wäre mal so von Vorteil. Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Also, ich folge dir, meine Yen. Denn wir sind ja dein treuer Begleiter. Leg die Maske an. Also. Toller Kampf. Hab einen anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Auf jeden Fall. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Da hast du recht, Yen. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Was Krach wohl dazu sagen wird. Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob.
Oh ja. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Okay. Die Leiche wohl. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Dann mach mal auf, kleine Jen. Ist schon geil, wa? Das möchte ich auch können. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Ja. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Art Skellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Eindeutig die Weiße, ja. Oder die Wilde, ja. Sie gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Ja. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Warte, wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Ja. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Ja, das ist... in meiner Nähe. Viel Glück. Das ist... Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Na klar, das ist Alkohol, meine Liebe, was man trinkt, aber doch nicht. Tränke zur Hölle. Da habe ich und Geralt die gleichen Ansichten, ich bitte dich. Ich bin ja in Real Life auch so, ich nehme nur Medizin in äußersten Notfällen, alles andere wäre ein Witz. So, komm schon. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindasfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Cool. Schon hier? Wunderbar! Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Das ist wahr. Allerdings werden wir erst im nächsten Part erfahren, wie es weitergeht, wenn es wieder heißt The Witcher 3. Also seid dabei! Toodaloo.